Ja, kommen wir zur Pressekonferenz nach einem sicherlich nicht langweiligen Spiel. Ein Spiel mit einem, naja, ich sag mal für Eishockey-Verhältnisse recht kuriosen Ergebnis. 2:0 habe ich auch recht selten gesehen bisher, aber gut, wir haben es. Ich darf den Trainer Frank Gentges begrüßen hier in dieser Runde, genauso wie unseren Trainer Alex Jakobs. Frank, das erste Wort zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Vorab Gratulation an Martin und Alex zum Sieg. Wie ich immer sage, ist egal, wie ein Sieg zustande kommt, er geht immer in Ordnung. Ja? Wir haben es heute nicht verstanden. Das ist einfach so. Wenn ich die Statistik vorlese, ist immer, dann höre ich auch wieder, Statistik ist für Verlierer. Kann man so sehen, trotzdem 40-11 Schüsse heute für uns. Haben kein Tor gemacht. Wir sind 2-1 hinten nach dem ersten Drittel. Zwei komplett unnötige Fehler. Und dann hat Rating wirklich mit Mann und Maus den Torwart verteidigt, der sehr gut heute war. Wir haben es aber dann nicht final so abgeschlossen, dass wir dieses Spiel hätten gewinnen können. Wir hätten dieses Spiel aufgrund der Spielanteile natürlich klar gewinnen müssen. Aber haben wir nicht. Ja? Tore schießt jetzt eine Kunst. Die haben wir heute nicht hinbekommen. Damit geht der Sieg in Hoffnung. Andererseits muss man auch sehen, das sage ich auch so, das ist ja kein Spaß. Rating hat auch ihre 19 Spieler auf dem Eis. Wenn ich heute die 5 Düsseldorfer, die uns zum Glück geholfen haben, mal abziehe, dann bleiben uns auch unter 13, 14 Spieler, inklusive allem. Wir stehen eine Woche vor der Aufstiegsrunde. Wir haben von 8 Verteidigern, die immer so gegangen sind, 5 Mann nicht dabei gehabt heute. Und von den Stürmern auch 2. Es wird eng für uns. Mit 12, 13 Mann werden wir die nächste Runde auch nicht spielen können. Jetzt können die Düsseldorfer spielen zum Glück nochmal gegen Duisburg. Und dann sind alle 5 wieder weg, weil die selber spielen. Und dann müssen wir auch schauen, dass wir irgendwo 3 Blöcke zusammenbekommen für die zweite Runde. Den Düsseldorfer war ich sehr zufrieden heute. Wir haben sehr gute Arbeit geliefert, der komplette Block. Konnte die zum Glück zusammenspielen lassen. Aber Qualität, Quantität brauchen wir auch für die nächste Runde. Und leider war es so, wie es heute ist, hat man schon Resultate. Und damit Gratulation an Rating. Ja. Dankeschön. Ich darf das Mikrofon weiterreichen an unseren Trainer Alex Jakobs. Ja, erstmal auch guten Abend. Ja, so wie der Gästetrainer Herr Kempke schon gesagt hat, bin ich damit einverstanden, dass Essen natürlich die bessere Mannschaft war von Spielansätzen. Aber ich muss schon sagen, dass meine Mannschaft heute defensiv besser gestanden hat im Vergleich mit ein paar Spielen die Woche davor. Und dann in so einem Abend wie heute brauchst du auch ein bisschen Glück. Das hatten wir dann auch glücklich heute mal auf unserer Seite. Ich kann mich noch erinnern, dass wir in der letzten Sekunde in Herren ein Tor kassiert haben. Aber heute hat das glücklich geklappt von unserer Seite. Ich muss ein großes Lob machen an meine Mannschaft. Die hat gekämpft ohne Ende. Die hat für jedes Zentimeter auf Eis gekämpft. Das ist, was ich sehen will. Die Essener Mannschaft war überlegen, aber wir haben die paar Chancen, die wir bekommen haben, haben wir glücklich 2 Tore gemacht. Bin auch sehr zufrieden mit unserem Neuzugang. Das erste Tor, was er gemacht hat, konnte man sehen, dass er schon Qualität hat. Der wird uns sicherlich weiterhelfen. Also muss ich mich auch bedanken bei unserem Vorstand, die alles gemacht hat, um das noch diese Woche alles zu organisieren. Also danke, Vorstand, gute Arbeit. Und das bietet natürlich für uns sehr viele Möglichkeiten für die Bezahlungsrunde. Da wollen wir den Pokal gewinnen. Das muss unser Ziel sein. Erstmal Sonntag nach Frankfurt fahren. Da muss er auch 3 Punkte mit nach Hause. Und dann können wir uns 2 Wochen so trainieren, dass wir auch dann fertig sind für das erste Spiel hier zu Hause gegen haben. Aber hat schon Spaß gemacht, um mal eine der Top-Mannschaften in der Oberliga an Bein zu stellen. Und das fühlt gut. Dankeschön. Gut, gibt es Fragen aus den Pressebereichen? Ja, Herr Jakobs, wir haben es angesprochen, der Neuzugang Timo Koskinen hat für sich die Qualität. Wo sehen Sie denn persönlich seine Stärken? Ja, der ist natürlich schlittschuhtechnisch ist er gut. Seine Hände sind auch in Ordnung und der sieht das Spiel. Der Junge hat in der U16-Nationalmannschaft von Finnland 3 Spiele gespielt. Da musste schon etwas drauf haben, so einfach ist das. Der ist so bekannt mit der deutschen Liga, der hat in der Bayernliga gespielt bei Schweinfurt, da ist er auch Meister geworden.
der ist einfach laufrig und mit seinen Händen ist er gut. Und ja, das ist für eine Mannschaft wie Ratingen ist das natürlich eine tolle Sache, wenn, wenn so ein Spieler dazukommt. Kann man von Trainer nur davon trauen. Gut, danke. Also eine kurze Episode. Ich habe den Temu am Dienstagabend gegen 18 Uhr am Flughafen abgeholt und nach einem kurzen Hallo war die erste Frage, wann ist Training? Das zum Einstellung, die der Junge mitbringt und ich denke mal, wir werden auch viel Spaß haben. Weitere Fragen? Keine. Frage. Ich jetzt mal den Gästetrainer noch was? Ganz kurz, das zählt nicht noch, heute zählt es mal. Endrunde, du hast eben schon angesprochen, Frank, wird sicherlich mit der personellen Geschichte ein Problem werden für euch. Wie sieht es mit deinen Ambitionen aus? Du möchtest gerne DEL 2 spielen nach der Runde? Ich mache es ganz sachte mal. Ich lese viel, ich sag mal, Blödsinn, ja, wo immer so Doppelpunkt und Anführungsstriche vorstellen. Ja. Dann frage ich immer, habe ich das wirklich gesagt? Dann sagen die, nein, hast du nicht gesagt. Schaue ich mir das Video an, habe ich auch nicht gesagt. Es wird immer so ein Mist geschrieben mittlerweile. Ich bin es leid, immer alles zu kommentieren. Dass wir sind Moskitos Essen. Ich glaube, ich weiß, wo der Verein die letzten 3 Jahre war. Ich weiß, wie es uns finanziell geht. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben nicht die Möglichkeiten, jetzt groß zu investieren. Das ist ein Verein, der schauen muss, dass der weiter überlebt. Und wir machen das ganz gut. Und da müssen wir den Ball mal ein bisschen flachern. Ich kenne mindestens 12, 13, 14 Oberligisten, die wesentlich mehr Etat haben, wesentlich bessere Möglichkeiten, mehr Zuschauer, mehr Geld. Ja, die wollen auch alle aufstellen. Die Ambition haben wir nicht. Wir haben gesagt, wir wollen unter die ersten 4. Das ist so. Stand heute hätten wir die Punkte, die 3, die wir abgezogen bekommen haben, mit einem schlechten Pass, sind wir automatisch Dritter, auch wenn wir beide Spiele verloren hätten. Ich denke, das haben wir auch sehr gut gemacht. Und jetzt schauen wir mal, was geht. Natürlich wünsche ich mir als Trainer, dass man mit dem vollen Kader antreten kann in der nächsten Runde. Aber wir haben halt Leute, einer hat einen Handbruch, einer hat eine Magen-Darm-Infektion, der fällt fast 3 Monate aus. Wir haben 4 Leute, die nicht zurückkommen. Wir haben heute noch 3 dabei gehabt, die Magen-Darm hatten. Da kann man nichts dran ändern. Klar wünscht man sich eine vollständige Mannschaft, wie die da ist. Wenn wir dem einen oder anderen auch ein Bein stellen, da sind wir in der Position von Ratingen in der nächsten Runde. Aber ich bin da ganz zuversichtlich in meiner Mannschaft, weil die Jungs bis jetzt immer einen sehr guten Charakter bewiesen haben. Bei uns war es so ganz gut. Aber der 2 ist ja, mehr als überzogen. Auch nur eine Frage, die immer wieder auftaucht. Aus verschiedenen Ecken. Nein, aus Ratingen mit Sicherheit nicht, weil wir wünschen uns ja Nachbarduelle gegen euch, weil sie einfach Spaß machen, weil sie uns auch mal die Gelegenheit geben, euch ein klein wenig zu ärgern. Und wenn keine weiteren Fragen kommen, dann darf ich beiden Trainern für die anstehenden Spiele viel, viel Erfolg wünschen. Vielleicht gibt es wirklich eine Möglichkeit, den einen oder anderen mal ernsthaft zu ärgern, wie du es gerade angesprochen hast. Es wird sicherlich mit einigen Strapazen verbunden sein, in den Osten zu fahren. Ihr fahrt 2-mal mehr wie wir. Wir haben das Glück, dass wir nur nach Schönheide wahrscheinlich und nach Berlin müssen. Aber auch das ist meine Erfahrung, die Jungs mitnehmen werden. Ich bedanke mich bei den beiden Trainern und wünsche einen angenehmen Heimweg. Okay?